Bei diesem iPhone 11 ist das Display gebrochen und ich zeige euch, wie wir es tauschen. Dieses Apple iPhone 11 habe ich in diesem Zustand von einem Kunden von mir bekommen. Und zwar ist das Display an mehreren Stellen gebrochen und wenn wir das Gerät einschalten, dann zeigt es nichts mehr an. Zunächst müssen wir im unteren Bereich des Geräts zwei Schrauben lösen, damit wir das Display anschließend ausbauen können. Unsere zwei Schrauben legen wir zur Seite. Dann nehmen wir uns ein Metallwerkzeug, mit dem können wir zwischen Display und Rahmen reinfahren. Und dann hebelt man das Display ein kleines Stück auf. Und dann kann man danach ein Kunststoffwerkzeug einsetzen und fährt außenrum am ganzen Gerät entlang, um das Display bzw. den Kleber zwischen Display und Rahmen zu lösen. Das Gerät ist im oberen Bereich eingehakt, das heißt, wir ziehen es etwas nach unten weg und können es dann zur rechten Seite aufklappen. Wichtig, wir haben hier drei Kabel, da müssen wir darauf achten, dass wir diese nicht abreißen. Im Inneren angekommen, müssen wir dann zunächst fünf Schrauben entfernen, da sich unter dieser Metallabdeckung unsere Kabel befinden, die wir abstecken müssen, um das Display ausbauen zu können. Das heißt, wir lösen nacheinander alle fünf Schrauben, sortieren diese auch, da die unterschiedlich lang sind. Das heißt, wir legen uns die so hin, in der Form, wie wir sie auch rausnehmen. Sind dann alle Schrauben gelöst, dann können wir die Abdeckung mit einem Werkzeug anheben und auch zur Seite legen. Und dann stecken wir alle Kabel nacheinander aus. Im unteren Bereich haben wir Display und Touch. Und im oberen Bereich ist das Frontflex-Kabel angesteckt. Das Frontflex-Kabel ist zum Beispiel für den oberen Lautsprecher und auch für einen Teil von der Face ID zuständig. Damit wir später das neue Display sauber einbauen können, müssen wir erstmal den kompletten alten Kleber, der sich außenrum um das Gerät befindet, sorgfältig reinigen, dass sich hier immer viel Staub zwischen Display und Rahmen mit der Zeit ansammelt. Lösen wir dies mit einem Pinsel etwas an und können es dann mit Luft wegblasen. Um unser neues Display später so gut es geht staub- und wasserdicht zu bekommen, müssen wir hier eine neue Klebedichtung zwischen Display und Rahmen anbringen. Diese wird erst ausgerichtet und dann mit einem Kunststoffwerkzeug festgedrückt. Und dann können wir hier schon mal die Schutzfolie abziehen. Das heißt, wir haben erst die große und darunter sind dann nochmal kleinere Streifen, die einmal außenrum um den Kleber im Kreis gehen. Wenn wir das alles soweit vorbereitet haben, können wir das Backcover erstmal zur Seite nehmen und dann brauchen wir unser altes defektes Display. Um unsere Face ID weiterhin nutzen zu können, müssen wir oben das Frontflex-Kabel vom alten Display ausbauen und anschließend auf das neue Display übertragen. Das heißt, wir lösen hier unsere vier Schrauben, wie vorher wieder sortiert hinlegen, da die unterschiedlich lang sind. Und dann können wir das ganze Bauteil nach unten wegklappen. Hier wieder beachten, da befinden sich zwei Kabel. Diese dürfen nicht beschädigt werden. Dann können wir hier unter den Sensor reinfahren. Und da befindet sich so eine dünne Metallabdeckung. Die können wir schon mal rausnehmen. Und dann müssen wir hier seitlich ganz vorsichtig den Face ID Sensor Stück für Stück lösen, genauso wie das Mikrofon. Dann drehen wir das Ganze zur Seite, greifen uns den Sensor links und rechts mit einer Pinzette und ziehen den vorsichtig raus. Und schon haben wir die ganze Hörmuschel ohne Beschädigung ausgebaut. Um alle Funktionen des alten Displays übernehmen zu können, brauchen wir ein Display-Programmiergerät. Da stecken wir zunächst das alte Display an, lesen die Daten des Displays aus, können dann das alte Display wegnehmen, nehmen das neue Display und schreiben die Daten auf das neue Display. Wenn wir das zum Beispiel nicht machen, dann würde danach die True-Tone-Funktion nicht mehr gehen und das Display ändert sich nicht mehr automatisch anhand der Umgebung bzw. die Farben ändern sich nicht mehr automatisch. Wenn das neue Display programmiert ist, dann setzen wir hier unsere Sensoren wieder in die Aussparungen ein. Dann die kleine Klammer im oberen Bereich nicht vergessen. Und dann klappt man das Ganze wieder hoch und müssen es wieder mit allen vier Schrauben befestigen. So, das Frontflex-Kabel ist umgebaut. Dann nehmen wir wieder unser Backcover, können alle drei Kabel nacheinander anstecken. Die Abdeckung können wir wieder drauflegen. Und dann müssen wir wieder alle Schrauben nacheinander, so wie es vorher war, festschrauben. Dann können wir das Display wieder zuklappen, haken das im oberen Bereich zunächst ein
Dann müssen wir seitlich hier darauf achten, dass das Kabel nicht eingezwickt wird. Und dann drücken wir das Display wieder auf kompletter Länge fest. Den Ecken auch gut darauf achten, dass es einrastet. Das braucht manchmal etwas mehr Druck. Dann die zwei unteren Schrauben wieder ansetzen. Und wir schalten das Gerät mal ein. Lassen wir das hochfahren und dann zeige ich noch, was es mit der Hinweismeldung auf sich hat. So, nachdem das Gerät jetzt hochgefahren ist, erscheint sofort diese Meldung, Important Display Message. Und das Gerät behauptet, dass es quasi das Original-Display nicht finden kann, beziehungsweise nicht prüfen kann, ob es ein Original-Display ist. Wenn wir jetzt hier nochmal auf Setting gehen, dann kriegen wir das Ganze auch nochmal in Deutsch. Und jetzt erkläre ich euch, warum das passiert. Und zwar ist es so, dass bei dem Original-Display befindet sich hier im unteren Teil des Displays ein Chip. Dieser hat die Seriennummer dieses Displays gespeichert. Der ist auch einzigartig bei jedem Gerät. Und sobald wir hier ein Display verbauen, auch unabhängig von der Qualität, erhalten wir diese Fehlermeldung bzw. Hinweismeldung, weil eben diese Seriennummer bei dem neuen Display nicht gleich ist. Das Problem dabei ist jedoch, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wie wir jetzt diese Meldung wegbekommen. Entweder löten wir diesen IC vom alten Display aus und übertragen das auf das neue Display. Das ist doch relativ aufwendig und entsprechend kostenintensiv. Und außer dass diese Meldung verschwindet, hätten wir dadurch auch keinen Vorteil. Oder die andere Möglichkeit wäre, dass man das Gerät über Apple tauschen lässt, beziehungsweise das Display über Apple tauschen lässt, weil Apple selbst würde die neue Seriennummer des Displays beim Apple-Server hinterlegen und dann würde einfach diese Meldung verschwinden. An sich funktioniert unser Gerät jedoch einwandfrei. Das können wir zum Beispiel auch hier prüfen, indem dass wir die TrueTone-Funktion haben. Hätten wir jetzt das Ganze zum Beispiel nicht mit dem Programmer gemacht, dann wäre diese Funktion jetzt weg. Und das war's dann auch schon wieder von mir. Habt ihr jetzt noch irgendwelche Fragen zu Reparaturen oder habt ihr selbst ein defektes Gerät? Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video.